Ja, ihr Lieben, ein kurzer Break in dieser schönen Hapiga-Reihe, dieser Testreihe. Und zwar hat es sich ergeben, ich wollte das eigentlich erst am Ende machen, nachdem ich hier mit allen Spielen durch bin von unserem lieben Racer, dass ich halt mich um die Updates kümmere und dann mal schaue, was überhaupt Sache ist. Aber in der Zwischenzeit hat sich bei uns der liebe Locht ja gemeldet im Forum und verkündet, dass bei ihm alle AGA-Spiele oder viele AGA-Spiele, also er meint auf jeden Fall die meisten AGA-Spiele, perfekt laufen. Und er meint, er hätte die neueste Version von Hapiga. Und darum habe ich mir gedacht, das muss ich mir doch mal näher anschauen. Ich denke, ich update jetzt schon mal den ganzen Kram, um das ein bisschen besser verifizieren zu können. Weil es wäre ja blöde, wenn ich jetzt mit dem alten weitermache und bei der neuen Version läuft alles perfekt, ne? Und ich buddel hier buddel hier Spiele zutage, die nicht laufen, trage die in die Wiki ein und dann stellt sich dann später raus, nach dem Update laufen die doch, ne? Das wäre doppelte Arbeit, Blödsinn wäre das, ne? Und darum seht ihr auch mich heute am Tag. Eigentlich hätte ich nicht die Zeit gehabt, das zu machen. Darum muss ich das jetzt tagsüber tun. Machen wir diesmal ein Update-Video zu Hapiga. Wollen wir mal schauen, was überhaupt passiert. So, ich hoffe, dass auch jetzt der Bildschirm nicht flackert. Ich habe jetzt mal nicht rangezoomt oder die Kamera nicht mehr so nah dran gehalten wie in den Videos davor. Ein bisschen flackern ist ja okay, aber halt dieses Extreme, ne? Das ist scheiße. Wir verlassen die GUI mit Klick auf Quit, gehen in die Kommando Bash und das erste, was wir hier eintippen, ist sudo hapiga. Ich werde nämlich jetzt mal versuchen, das Ganze mit dem eingebauten Updater zu updaten. Das ist ja eine viel gepriesene Funktion gewesen auf der Webseite, in Französisch natürlich, aber es stand halt als Punkt da. Das müsste dann hier der letzte Punkt sein. The Misc à jour de Hapiga. Ja, gehen wir mal rein, gucken, was passiert. So, und jetzt haben wir hier, was ist das für ein Quatsch? Das muss ich jetzt übersetzen. Ich kann kein Wort Französisch. Ja, super geil. Ich dachte, das hätte jetzt auf Anhieb funktioniert. Ne? Nee. So, mal schauen, was da überhaupt gerade steht. Ne? Jetzt muss ich erstmal hier NoScript deaktivieren und dann muss ich erstmal auf Französisch stellen und natürlich die Übersetzung auf Deutsch. Ne? So, Aukun. Miese A Jours de, ja gut, de Hapiga ist klar, ist natürlich ein Eigenwort, de disponible, de disponible aktuelle Moment. So, das heißt übersetzt, keine Einstellung hat Tage Hapiga verfügbar. Das ist natürlich super geil. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Keine Einstellung hat Tage Hapiga verfügbar. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, ne? Dass das über diesen super viel gepriesenen, tollen Updater natürlich überhaupt nicht funktioniert. Obwohl die Kiste mit dem Netz verbunden ist. Und das ist genau der Punkt, den mir unser lieber DJ C-Tech letztens noch verheimlicht hat. Ich hatte nämlich darum gebeten oder ihn gefragt, weil er sagte, er hätte das Ding geupdatet. Und dann habe ich gefragt, wie er es denn gemacht hat. Da hat er nichts so gesagt. Aber das habe ich mir schon fast denken können. Denn in diesem zweiten Update, was rausgekommen ist nach
der Version, die ich hier installiert hatte, da stand natürlich auch irgendwas mit einem Bug behoben im Updater. Ne? Also das wird genau dieses Problem sein, der kriegt keine Verbindung im Netz oder keine Ahnung mit der Seite oder was auch immer. Das heißt, ich muss mir den Kram erstmal aus dem Netz suchen, neu runterladen, das sind ja wieder 2 Gigabyte oder so, ne? Bin ich den ganzen Tag lang dran und dann neu aufflächen. Natürlich geht dann natürlich alles verloren, was ich bislang auf der Karte habe. Da mache ich jetzt erstmal eine Sicherung von, damit ich den Scheiß später einfach nur wieder zurückkopieren kann. Ja, ich melde mich wieder. Ne? Bis dahin, ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, ihr seht, es ist schon mitten in der Nacht, mittlerweile wieder. Ja, ich habe da echt runtergeladen wie so ein Bekloppter. Ne? Dann ist das wieder zigmal abgebrochen. Dann musste ich erstmal wieder den Download Manager installieren. Das war gar nicht so einfach, weil dieses Ding irgendwie limitiert war. Das war nur eine Testversion. Und ich hatte ja schon letztens verwendet gehabt bei dem ersten Hapiga-Versuch. Also bei der ersten Hapiga-Version, die ich runtergeladen habe, da habe ich das schon verwendet. Ja, mittlerweile ist ein Monat rum, dann lief das auf einmal nicht mehr und dann musste ich hier irgendwelche Scheiße umstellen mit der Uhr und so, damit ich wenigstens die neue Hapiga-Version runtergezogen bekam. Ja, das habe ich dann gemacht, dann habe ich es aufgeflecht und ich habe dann auch vorsichtig erstmal die Daten, die ich vorgesichert habe von dem alten System, wieder aufgespielt, zurückkopiert über PC. Was ich dazu sagen muss, das erste Positive, was mir aufgefallen ist, diesmal konnte man auch die Config-Textdatei vom Raspberry Pi, also vom Raspbian, direkt unter Windows auf die Karte kopieren, weil da so eine kleine FAT-Partition drauf vorhanden war. Das war schon mal ganz gut, da brauchte man nicht viel rumzuraffeln, sage ich jetzt mal. Ja, und den Rest zeige ich euch jetzt. Ich mache jetzt mal einen Reboot. Was Neues ist hier, ein neues Ladebild. Das scheint auch ein bisschen neu zu sein. Das kam nämlich vorher auch nicht, dieser Text von Raspbian. Ja. Wie ihr schon seht, ohne viel irgendwas zu verändern, jetzt passt alles auf dem Bildschirm drauf. Also das ist die zweite positive Nachricht, ne, dass jetzt die Einstellungen bei der Auflösung, bei der Darstellung gespeichert werden. Vorher war das ja immer so ein Glücksspiel, ne, das tat's mal tat's nicht. Also man musste immer wieder ein bisschen dran tricksen, ein bisschen an den Werten spielen, damit es wieder funktionierte, weil der nahm das einfach nicht. Ne? Beim nächsten Neubooten oder beim Neustarten war das alles weg. Ne? Also jetzt nicht alle Sachen, aber halt nur, wie gesagt, bei der Darstellung, und ich nehme an, dass das ein Bug war, der ist jetzt behoben. Das ist schon mal ganz okay. Was auch interessant ist, man kann die Tastaturbelegung ändern. Also ich habe das jetzt auf die F12-Taste gelegt, dass die GUI erscheint. Das müssen wir mal gucken, wo das war. Das kommt man hier irgendwo umstellen. Hier unter Input, Key for Menü. Das funktioniert jetzt auch. Wie ihr seht, hier sind noch verschiedene andere Tasten, die man belegen kann. Naja, frei belegen nicht, aber man hat halt eine größere Auswahl, ne? Von F9, F10, F11, F12, Left Alt und Left Control. Das ist auch schon mal okay. Weil dann laufen so Sachen wie Pinball Illusions, wenn man in dem High-Risk-Modus wieder rauskommen will, laufen dann problemlos. Ne? Eine gute Sache. Ja, jetzt muss ich erstmal selber hier gucken. Denn der liebe Locht aus dem Forum im Nemesis, der schrieb ja, dass bei ihm fast alle, also den größten Teil der AGA-Spiele, funktionieren würden. Und er gab da auch einen ganz lustigen Tipp. Und zwar meinte er, man müsste einen 030er Prozessor einsetzen oder, mit 25 MHz. Dann würde es keine Grafikfehler geben.
dann irgendwas zum Speed, obwohl beim Speed, ne, also Speed, haben wir überhaupt keine Probleme mit gehabt, ne. Er schreibt noch, den Speed kann man auch sehr gut runterregeln, wenn man zum Beispiel mit unlimitierter Leistung startet und einfach vor dem Spiel kurz auf F9 drückt und dann auf 25 MHz stellt. Weiß ich jetzt nicht genau, was er damit meint, weil ich sag mal so, die Werte 25 MHz, das ist natürlich wie eine Turbokarte schon, ne? Weil der normale Amiga, quasi der 500er und so weiter, die hatten ja nur eine 7 MHz und die AGA-Kisten hatten eine doppelte, also 14. Dann sind wir bei 25, das wäre nur erreichbar über eine Turbokarte, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, hier kann man das umstellen. Klar, man kann auf 7, 14, 25 und Fastest stellen. Das hat aber hier mit zu tun, also mit JIT und weiß ich, wenn man High-End-Amiga realisieren will, dann ist das vielleicht interessant. Aber ich sag mal so, eine Emulation, die nicht in der Lage ist, mit den originalen Werten, die Maschine hat, die er emulieren soll, ich weiß nicht, was das soll, ne, vom Prinzip jetzt her. Also eine Emulation, die es nicht schafft, mit den Originalwerten umzugehen und da ruckelt und man müsste das irgendwie verdoppeln oder sowas, das ich weiß auch nicht. Also ich würde sagen, da ist die Mission fehlgeschlagen, ne, die Emulation fehlgeschlagen. Ich gehe ja von einem Emulator aus, wenn er mir diese Sachen anbietet und ich stelle genau exakt dieselben Werte ein, wie sagen wir mal ein Amiga 500 hat oder ein 1200er hat, dass dann auch die Emulation perfekt ist. Ja, und klar könnte man hier irgendwas, aber was hat man davon? Es muss perfekt laufen mit der Original-Config. Nicht, dass man auch irgendwo dran rumschraubt und dann später in der Emulation wieder zurück. Warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären. Aber auf jeden Fall, der Tipp war ja gewesen, wir sollten das so auf einen 30er CPU, dann werde ich mal sagen, werden wir das auch direkt mal machen. Wir hauen hier, ROM war nicht, CPU, dann machen wir eine 30er CPU rein, dann verschwindet hier der Haken bei 24-Bit-Addressing und er sagt ja 25 MHz, ne? Dann gehen wir auf 25 MHz, dann hauen wir uns hier Bungee rein. Da brauchen wir nur die erste Diskette von. Wir machen einen kurzen Test, ne? Weil es hat ja jetzt geheißen, ich mach mal den Joystick an, wenn ich das so einstelle, sind die Grafikfehler weg. Aber ich kann euch, ich zeig's euch. Ich kann euch das demonstrieren, dass es eben nicht so ist. Hallo, anmachen. Ach, ich habe noch vergessen. Hahaha, okay. Ich muss da nochmal schnell rein. Ich muss hier noch Input, ne, umstellen auf meinen Thrustmaster. Na gut, starten wir mal das Intro so in Englisch, dann stellen wir es gleich im Spiel auf Deutsch um. Insert Disk 2. Wieso das denn? Eben lief das auch ohne. Scheiße. Ja, das ist der Vorführeffekt, ne? Da machen wir halt Disk 2 auch noch rein. Ja, ich bin was leise. Ich mach mal lauter. Moment. So, jetzt überspringen wir das Ganze mal. Und also ich habe da schon eben so ein paar Sachen ausprobiert und wie gesagt, ich habe ja auch die positiven Aspekte schon hervorgehoben. Die negativen kommen jetzt. Ja, jetzt muss das Spiel beginnen, ne? Tut's auch. Also, es funktioniert auch, aber
Ihr werdet sehen. Natürlich wieder mal ohne den linken Bereich. Und das ist ja eindeutig ein Grafikfehler, ne? Der ja jetzt laut der Anleitung von unserem Lord behoben sein sollte. Aber ihr seht mitnichten, ne? Das ist immer noch derselbe Mumpitz, ne? Und das deckt sich auch mit dem, was unser lieber DJ C-Tech aus dem Forum rausgefunden hat. Ne? Er sagt, es sind so ein paar Sachen, die sich verändert haben, die sich verbessert haben. Aber an der Emulation selber hat sich überhaupt nicht viel getan. Das unterstreicht ja auch meine Vermutung, aber meine Infos. Ne? Also am Kern der Emulation wird sich nicht mehr viel ändern. Sind halt nur so dieses Beiwerk, ne? Wie, weiß ich, bauen wir irgendwie eine andere Taste da ein, für die GUI aufzurufen und weiß ich, was sie da als Beiwerk noch mit einbauen können, ne? Solche Sachen, ja, die lassen sich vielleicht noch realisieren. Ich möchte das mal anhand von einem anderen Beispiel noch demonstrieren, und zwar hat es ja geheißen mit CD32 Unterstützung. Ja, ich war ja am Anfang nicht so sicher, was das bedeutet, ob das auf diese Joystick, auf diese Joypads gemünzt ist vom CD32, obwohl ich mittlerweile, ich habe mich da ja im Laufe meines Projektes, was ich demnächst ankündige, ja auch mal schlau gemacht und recherchiert. Das hätte mich gewundert, wenn Hapiga das jetzt gekonnt hätte, ne? Es war natürlich das CD32 selbst gemeint, ne? Da gehen bei mir natürlich direkt sämtliche Alarmglocken an, oder ich werde da hellhörig, weil ich habe ja nach einem würdigen Ersatz gesucht für mein CD32, und das wäre ja jetzt der Hammer, wenn auf einmal Hapiga alle Probleme lösen würde und ich hätte mir jetzt umsonst Gedanken in meinem Projekt, sag ich mal, reingesteckt und die verschwendet meine Zeit und so weiter, mein Geld, ne? Ich zeige euch mal was Schönes. Und zwar die CD32 Unterstützung von Hapiga. Machen auch mal ein Reset. Ja, jetzt stört euch nicht daran, dass der Schrift so noch ein bisschen außerhalb des sichtbaren Bereiches ist. Ich nehme an, dass das noch eine Einstellungssache ist. Aber ich sage nur so zur Demonstration. Sollte das erstmal ausreichend sein. Wir sehen das CD32, den Bootscreen. Wir könnten hier auch auf eine Taste drücken. Dann käme irgendeins von diesen Unterordnern hier zum Beispiel zum Verwalten der Speicherstände. Wir könnten auch reingehen, noch glaube ich die Sprache umstellen. Ja. Sprache umstellen geht auch noch. So. Und jetzt werden wir mal ja schön. So, jetzt werden wir mal eine CD einlegen, und zwar bietet der neuerdings hier unten eine Option für einen CD-Drive an. Das machen wir mal an. Ja, also CD-Drive ist in dem Fall wahrscheinlich, ich vermute es einfach mal, eine ISO-Datei oder halt eine virtuelle CD-Datei, weil man kann hier keine USB, so wie ich das mitgekriegt habe, Laufwerke. Also sonst wird es ja hier auch auftauchen, ne? Also es bezieht sich sozusagen auf ISOs, weil die werden hier auch angezeigt und man kann sie auch einbinden. Also nehme ich mal an, dass das mit ISOs und oder hier mit Q-Files funktioniert. Ich nehme mal hier wirklich jetzt eine ISO, und zwar die RGCD Arcade Volume 1, und dann gehe ich mal auf Resume und wir schauen, was passiert. Ja, nicht sehr viel, ne? Jetzt machen wir mal ein Reset. Ach, mein Liquid ist wieder alle. Immer dasselbe.
Ja, wie ihr seht, passiert da auch nichts. Ich fülle erstmal gerade meine Dampfe auf. Wie ihr seht, passiert da nichts. Und ich möchte da gleich noch einen Schritt weiter gehen. Ihr wisst ja von einem anderen Video, von einem älteren, wie ich eine Methode entwickelt habe oder gefunden habe, da CD-Inhalte nutzbar zu machen. Das war ja durch die Einbindung eines Ordners. Aber ich zeige euch erstmal was anderes. Und zwar, wir machen es ganz einfach. Wir nehmen meine Standard-Config, das ist ja die High-End-Emulation, und damit der Festplatte. Und wir nehmen jetzt einfach mal, ich habe hier, ich könnte jetzt natürlich auch hier sowas nehmen, aber ich habe noch die Gloom-CD von letztens als ISO hier rumfliegen, da ist sie. Und jetzt machen wir mal ein Reset. Jetzt müsste der in Workbench reinfahren und dieses Ding müsste ja in der Workbench auftauchen. So, und wie ihr seht, es taucht kein ISO in der Workbench auf. Das hat, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese Funktion ist eine Dummy-Funktion. Die hat nämlich keine Funktion. Die ist da drin, um den Eindruck zu erwecken, so kommt es mir jedenfalls vor, irgendwann mal gebraucht zu werden. Das ist genau dasselbe wie vorher hier unter den ROMs. Na, wir haben hier einen Slot für die Main-ROM-Files und hier unten drunter Extended-ROM-Files. So, die einzigen Kisten, die ein Extended-ROM-File benötigen, sind, sag ich mal, die Konsolen. Ne? Der CDTV und die CD32-Kiste. Jetzt mal grob gesprochen so, ja, vereinfacht gesagt. Für alles andere braucht man nur einen Kick-ROM. Ja, ob das ein Amiga 500 ist, ein 1000er oder weiß ich, ein 1200er, scheißegal, die haben immer nur eins. Und in der alten Emulator-Version gab es aber auch schon diesen Unterpunkt hier, um irgendwas einzubauen. Ich habe das ja auch mal überprüft, ne, mit dem alten, das tat es dann nicht. Es hat nicht funktioniert, da ein CD32, also die richtigen ROMs hier oben einzulegen. Der hat einfach nicht gebootet davon, das kannte der nicht. Ne? So, also war auch diese Extended-ROM-Funktion hier unten in der alten Emulatoren-Version eine Dummy-Einstellung. Also für eventuell später mal nutzen zu können. Also von daher, es funktioniert nach meiner Methode. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, CD32 emuliert, dann nutzt nicht das CD-Drive, sondern legt einfach einen Ordner an und baut das als Add Directory hier hin. Könnt ihr von mir aus ja auch CD0 nennen oder sowas. Und dann wird natürlich von dem Ordner auch gebootet. Ne? Der denkt dann, das wäre die CD. Das Problem bei der Methode ist aber, ja, es wird keine CD-DA-Musik-Unterstützung geben. Ganz einfach, weil in dem Ordner ja nicht diese Musiktracks liegen, die auf einer normalen Audio-CD sind. Das heißt, das größte Manko ist auch schon mal hier, dass es keine Musik von der CD gibt. Ja, und von der Emulation selbiger. Tja, das ist eine gute Frage. Ich müsste eigentlich mal so ein Spiel entpacken. Ihr habt da noch ein paar Minuten, ne? Ich erzähle euch dann noch was Schönes zwischendurch. Ich werde jetzt hier mal an meinem PC ein bisschen noch was ausprobieren. Und zwar will ich jetzt wirklich mal ein CD32-Spiel zum Laufen bringen. Weil ich habe die Vermutung, dass das genauso seltsam laufen wird. Ne? So, ich gehe mal in den Ordner von der SD-Karte hier rein. Dann mache ich da mal einen neuen Ordner. Den nenne ich dann, ja, ich weiß nicht, welches Spiel wir da nehmen sollen. Wir machen erstmal was Einfaches. Ich würde mal sagen, dieses Pinball Illusions. Nenne ich jetzt mal Pinball Illu. So, dann binde ich das hier ein auf dem PC als virtuelles Laufwerk. Und dann kopiere ich einfach die Inhalte in den Ordner rein. So. Und dann binden wir das hier in den HP-Gamma mal ein. So, der ist jetzt durch. Schmeiße ich erstmal das Teil wieder raus.
Also, ich wage es mal so zu prognostizieren, ne, dass die RGA-Emulation immer noch auf demselben Level steckt und steht, wie wir es auch von den Diskettenspielen her gewohnt sind. Also ein Glücksspiel. Und ich meine, gut, bei Pinball Illusion gibt es nicht viel zu machen, ne? Also, das ist ein relativ einfaches Spiel. Also von der Emulation jetzt her gesehen. Man müsste da eigentlich mit so Sachen dran gehen wie Microcosm, Erben der Erde, sowas. Können wir ja auch noch tun. So, ich mach mal Lodi Lodi und dann bauen wir das hier irgendwie ein. Ich gucke nochmal, ob das alles einstellt. Das steht. So, ich mache jetzt mal Add Directory. Ich nenne das jetzt auch nicht um. Also man muss es, glaube ich, auch nicht umbenennen in CD0 oder sowas. Ne? Einfach einbinden. So, CD32, Pinball Illu und dann liegt quasi schon dieser Ordner hier vor. Dann machen wir ein Reset. Ich binde aber, glaube ich, doch noch diese LEDs da ein, damit wir sehen, was die Kiste macht und was nicht. Dass wir das irgendwie übersprungen kriegen. Also hier in dem Bereich, denke ich, sind auch keine Fehler zu beklagen. Das ist ja schon vorher gut gelaufen. Das wird jetzt interessant, wenn wir das Spiel starten. Schießen wir den ab. Das ging ja auch mit irgendeiner Taste, ne? Aber mit welcher? Das ist noch falsch belegt. Ich drücke mal auf der Tastatur. So, jetzt haben wir nämlich schon das erste Phänomen. Es gibt keine Musik mehr, weil ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel losgeht, setzt er eigentlich die CD-Musik ein. So. Und dann spielt er halt ohne Musik, ne? Okay, wie gesagt, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich probiere noch ein paar andere aus, nur keine Sorge. Ich will das halt selber wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Da tun wir mal raus. Ich mache mal den nächsten. Wir machen jetzt mal. Was soll man machen? Mikrokosm. Machen wir mal Mikrokosm. So, jetzt muss ich das erstmal entpacken. Ja, okay. Muss ich erst noch entpacken. Das liegt noch gepackt vor. Erstmal in den Ordner kommen. Ja, so, ich wollte da noch ein paar Sachen zu unserem lieben Locht anmerken. Er sagt ja, er hätte einen Raspberry Pi 3 und da würde diese Sache perfekt laufen. Nun, wenn ich mir das mal so anschaue, ne, den Schnitt, den ich so ermittelt habe und den DJ C-Tech ermittelt hat und wir zwei haben natürlich keinen Pi 3, wir haben einen Pi 2. Aber das ist ja eigentlich scheißegal, weil diese Hapiga-Geschichte, die ist ja für beide. Also sprich, es ist ja ein und derselbe Emulator. Und es ist da relativ schwer vorzustellen, dass wenn man ein und denselben Code oder das ein und dasselbe Programm auf zwei, ja, fast identischen Maschinen ausführt. Der Pi 3, der ist ein bisschen flotter, der hat ein bisschen mehr Megahertz. Der Pi 3
hat WLAN, glaube ich, on board mittlerweile und Bluetooth. Aber ich meine, ansonsten ist der Pi 3 exakt identisch mit dem Pi 2. So, jetzt muss ich das erstmal hier einbauen. Und von daher ist das, also kann ich mir das nur schwer vorstellen, dass, sagen wir mal, weiß ich, wie viel Megahertz, ich habe mich jetzt damit nicht befasst, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Megahertz die Kiste mehr hat. Aber sagen wir mal, wir sind großzügig, der hat jetzt, weiß ich nicht, 400 Megahertz oder 200 Megahertz ist der schneller. Aber ich sag mal so, wenn er jetzt ein Fehler in irgendeinem Programmcode ist, der wird ja auch nicht besser dadurch, nur weil die Kiste, die den abspielt, was schneller ist als ein anderer Rechner. Also dann müsste er, ich weiß es nicht, wenn es geheißen hätte, ja, es ist eine speziell angepasste Version für den Pi 3 oder es ist eine andere Emulation für den Pi 3, dann hätte ich das verstehen können. Aber ein und dieselbe, also das, ich meine, es kann ja alles geben, ne? Man soll ja auch schon Pferde beim Kotzen beobachtet haben, ne? Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, ich will mich da auch jetzt nicht festlegen. Mir ist das eigentlich egal, ob es so ist oder nicht so ist. Ich habe für mich ja schon meine persönliche Alternative gefunden. Mich stört das nicht, ne? Ich muss jetzt nicht aus einem Pi 2 oder 3 einen perfekten Amiga irgendwie zusammenbasteln. Ich habe meinen perfekten Amiga schon zusammengebastelt. Und da werde ich auch lange, lange Freude dran haben. Denke ich jetzt mal. Ne? Und tja. Wenn ihr irgendwelche eigenen Erfahrungen gemacht haben solltet in Richtung Pi 3 und dem Emulator und Bungie, wir nehmen einfach nur mal Bungie, dieses AGR-Spiel von Core, dann meldet euch doch einfach mal zu Wort, ne? Mich würde das interessieren, woran das liegen sollte. Also ich will ja auch nicht sagen, dass unser lieber Locht irgendwas Falsches erzählt, ne? Da glaube ich ja nicht, der wird schon wissen, was er da sagt, ne? Aber so wie sich der Emulator im Moment darstellt, ne, ist es halt schwer zu glauben. Ja, jetzt testen wir mal Microcosm. Da fängt es schon mit an. Internal Hardware Error. Also ich mach's noch mit Erben der Erde, ja. Das sind so die Sachen, die mir so speziell auffallen oder aufgefallen sind, die mir auch wichtig sind. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da auch nicht groß was anderes erwartet, ne? Die Emulation ist einfach noch nicht so ausgereift, wie sie eigentlich sollte, ne? Oder wie manche Leute sie gerne hätten. Ich weiß es nicht. Ich kann euch ja nur da zeigen, was ich hier erlebe. Und ich kann darauf reagieren, ne? Ich kann auch Fehler machen, klar. Und wenn ich sowas machen sollte, dann revidiere ich das auch. Sobald ich, sage ich mal, Rückinfo darüber erhalten habe, dass die Ursache tatsächlich der Pi 3 sein sollte, dann werde ich natürlich da auch entsprechend darauf hinweisen und auch gewisse Dinge in der Wiki und so weiter ändern, ne? Ganz einfach. Aber es ist ein und derselbe Emulator, ne? Wieso soll der woanders besser laufen? Ja, andersrum, scheißegal, ne? Wir machen einfach weiter, ne? Die nächsten Folgen dieser Serie werden wieder im gewohnten, ja, Testmodus sozusagen ablaufen, auch dann halt mit dem geupdateten Emulator. Ist ja egal, er zeigt sich ja eigentlich identisch wie vorher auch und von daher erwarte ich da jetzt keine großen Abweichungen. Wir werden sehen. Er hängt ja in den letzten 5 Sekunden. Okay, jetzt hat er. Dann nehmen wir das wieder raus.
So, und dann machen wir direkt wieder ein Reset. Sind der Himmel, das Land und die See. Und wir fragen uns, sind wir die Einzigen? Lange vor unserer Zeit herrschten die Menschen über die Erde. Sie taten wundersame Dinge und versetzten ganze Berge. Sie kannten das Geheimnis des Fluges. Ja, das Geheimnis. Hört sich gut an, Joe Spring. Ja, aber perfekt ist das auch nicht, ne? Habt ihr gehört? Also immer, wenn der, sag ich mal, nachlädt, ne? Oder irgendwie eine andere Stimme nachlädt da irgendwie beim Szenenwechsel oder so, dann wiederholt sich die Sprache. Ich meine, ist jetzt kein nichts Dramatisches, ne? Aber also, ich weiß auch nicht, also perfekt ist es aber auch nicht, ne? Ja, ich will jetzt da, wie gesagt, auch kein voreiliges Fazit abgeben, aber das ist halt so Pi mal Daumen. Ne? Also manche Sachen werden laufen, manche Sachen werden nicht laufen. Ich denke, es wird im selben Schnitt so weitergehen, wie auch schon in den vorigen Videos zu sehen war, diese 60:40 Geschichte. Ne? Natürlich, wie gesagt, mit der Einschränkung hier beim CD32 fehlt dann halt die CD-Musik. Ja, und ich weiß es nicht. Also manche Sachen werden auch nicht laufen, die erkennen das dann irgendwie fehlerhaft und also eine perfekte Emulation sieht in meinen Augen immer noch anders aus. Also ich kann mich da wirklich jetzt nicht so damit anfreunden, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte viel Hoffnung in dieses Hapiga oder sagen wir mal in dieses UAE-Verarm gesteckt, ne? Aber nachdem, was ich so alles, wie gesagt, erfahren habe und ausprobiert habe und so weiter, ich weiß nicht, ob das irgendwann auf dasselbe Level kommt, dasselbe Potenzial wie WinUAE bekommt. Ne? Das ist halt so die Geschichte. Ne? Also die Quelle ist halt WinUAE und was wäre besser, als an die Quelle zu gehen. Ne? Also ich weiß es nicht, ich meine, es ist ja nett gemeint, ne? Es ist ja auch schön, wenn man so ein kleines Teil irgendwie so neben dem Fernseher stehen hat, das nicht viel Platz wegnimmt. Ne? Aber wenn man sich darüber ärgern muss, weil das nicht läuft und jenes nicht läuft, dann ist das auch irgendwie nicht okay. Und so würde ich sagen, schließen wir mal für heute den Teil ab. Ich lösche erstmal hier diesen ganzen Mist, weil ISOs brauchen wir ja gar nicht. Die können wir ja gar nicht verwenden. Ne? Belegt nur Platz auf der Karte. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich beende für heute. Entscheidet selber, ob das für euch ausreichend ist oder nicht. Für mich persönlich ist es nicht ausreichend. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir ganz normal weiter morgen, ne? Wie immer. Mit irgendwelchen weiteren Spielen. Bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.